250 Tage Abo für Herrn Marek, 270 für Herrn Naumann und Frau Burg 120. Da sind leider jetzt nur noch zwei Leute im Finale so richtig im Rennen, aber verdoppeln können Sie Ihre Punktzahl immer noch. Also die Spannung steigt. Unsere Kandidaten kurz vor der Ziellinie. Wenn Sie jetzt richtig beurteilen, ob die folgenden Meldungen wahr oder falsch sind, wird die Punktzahl verdoppelt. Es geht los. London. Im zweiten Programm der britischen BBC gibt es Nachrichten nun auch in Gedichtform. Poets News heißen sie täglich frisch. War da falsch? Frau Burg liegt richtig. Das gibt es tatsächlich. Die britischen Lyriker, Bekannte, können jeden Tag 5 Minuten Nachrichten dichten. Zweitens. Bonn. Alle Müllsäcke sollen in Zukunft durchsichtig sein. Damit können Müllsünder aufgespürt werden, die den falschen Müll in die Tüten tun. War oder falsch? Alle sagen falsch. Ja, ja, es ist tatsächlich falsch. Aber in Tokio soll es nächstes Jahr eingeführt werden. Und die letzte Frage. München. Spektakuläres Forschungsergebnis für Katholiken. Beim Abbrennen von Weihrauch entsteht THC. Dieser Stoff kommt auch in Haschisch vor und verursacht Halluzinationen. War das falsch? Alle drei sagen ja und alle drei liegen richtig. Dieses Forschungsergebnis gibt es, aber die Konzentration dieses Stoffes reicht wohl nicht aus, um einen Weihrauchtrip auszulösen, heißt es zumindest. Okay, im Studio brennt die Luft. Wir kommen zur Endwertung. Am häufigsten richtig liegt Frau Burg. Damit wird Ihre Punktzahl nochmal verdoppelt. Finde ich toll. Der Sieger aber heißt natürlich Herr Marek, obwohl seine Punktzahl nicht verdoppelt wird. Und jetzt regnet. Abo-Tage, größte Portion kriegen natürlich Sie, Herr Marek, als Sieger. 450 Tage. Sie müssen sich jetzt entscheiden. Entweder eine Tageszeitung, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine, die Welt oder die Taz. Oder eine Wochenzeitung, Wochenmagazin, Zeit, Stern, Fokus. Also ich habe mich für eine Wochenzeitung entschieden und ich nehme den Stern. Das zum einen. Toll für Sie. Zum zweiten kriegen Sie ja noch den News-Quiz-Extrapreis. Eine Reise, 2 Personen, 2 Tage zu einer Nachricht von morgen. Wir hätten anzubieten Sport zum Weltcup im Freeclimbing am 6. und 7. November in Nürnberg. In der VIP-Lounge für Ehrengäste können Sie sitzen. Oder Kultur zum 7. Hamburger Jazz-Marathon am 12. November mit Chris Barber, Tommy Dorsey und vielen anderen. Bitte kein Jazz. Also geht's nach Nürnberg. Der News-Quiz mit Nervenkitzel, der reicht Ihnen immer noch nicht aus. Ja, naja, ich glaube, ja, Sie brauchen das Kleid. Das brauche ich noch. Ja. Also, Glückwunsch an Sie und viel Spaß in Nürnberg. 270 Tage, Herr Naumann, was für Sie? 270 Mal, ist eine Menge, fast ein Jahr. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und Frau Burg? Ich hätte gern die Zeit. Ich brauche die Stellenanzeigen. Also, da würde ich es für Forschung und Lehre besonders wichtig. Wünsche ich Ihnen echt viel Glück dabei. Okay, und danke schön. Zuschauer, und Sie wollen jetzt natürlich noch die Adresse erfahren, an die Sie Ihre Postkarte schicken können mit der richtigen Lösung drauf. Das ist ZDF Dreisat News Quiz 55 100 Mainz. Ja, und jetzt noch ein ganz brandheißer Tipp für Sie, meine Damen und Herren. Wenn Sie das Nachrichtenquiz noch einmal sehen wollen, dann schalten Sie am 8. November ein. Denn es ist das allerletzte Mal, dass wir senden. In Worten, das allerletzte Mal. Sollten Sie das nicht so gut finden, sollten Sie sich wünschen, dass es weiter ausgestrahlt wird, dann schreiben Sie vielleicht mal ans ZDF. Also am 8. November, Montag, 19.30 Uhr bei Dreisat, das Newsquiz. Wo denn sonst? Bis dann und tschüss. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß.